Endlich ganz normal in den Tag starten. Von Jan Zimmermanns Tourette ist kaum noch was zu sehen. Es ist natürlich sehr schön, aber es fühlt sich irgendwo auch sehr ungewohnt an. Das Gewitter im Kopf ist Vergangenheit. Gisela ist in Rente, sagt Jan. So nennt er seine Tourette-Störung. Endlich ist ein gemütliches Frühstück mit seiner Mutter Marion möglich. Ja, habe ich gut gekocht. Ne? Ja, ist toll gemacht. Als ich noch vor Jahren zu Hause gewohnt habe, ab und an ja auch Küchenverbot, weil ich dich zu sehr abgelenkt habe beim Kochen. Also das ist seither auf jeden Fall nicht mehr so. Ich bin seitdem deutlich umgänglicher am Tisch und in der Küche. Wenn der pure Teller nur da steht und es war kein Messer drauf, dann hat er damit Frisbee gespielt. Also man musste immer so eindecken, dass auf jeden Fall entweder ein Messer oder eine Gabel oder eine Serviette auf dem Teller war, dann hat er den Teller stehen lassen. Aber wenn nichts war oder der war leer, dann flog der Teller wie eine Frisbee-Scheibe rum. Oder er hat dann auch schon gerne mal mit der Kaffeemilch einbegossen. Ne? Das kam natürlich auch schon mal vor. Ach, ja, stimmt. Aber, ja, das mit dem Tellerwerfen ist im Laufe der Zeit aber Gott sei Dank besser geworden. So vor 5 Jahren gab es einen Zeitraum, da war das sehr krass. Ne? So sah ein Frühstück mit Jan früher aus. Gemeinsam mit seinem Kumpel Tim dokumentiert Jan sein Leben mit Tourette auf dem YouTube-Kanal Gewitter im Kopf. Da kommt doch so ein 80er an. Wie deine Frisur. 2 Millionen Follower schauen ihnen dabei zu. Sein macht's gut. Fickt euch! Es sind durchaus noch ein paar Ticks da, aber verglichen mit vor der OP ist das wirklich eher unerheblich. Also in so besonderen Situationen, wie zum Beispiel heute, wenn so ein Kamerateam hier ist, finde ich, habe ich ein paar mehr Ticks, also die aber so auch an sich nicht auffallen, finde ich. Das beschränkt sich halt vor allem auf so Zungen mit dem Hals, mit der Mundpartie und den Augen oder den Schultern. Also in verbaler oder generell vokaler Form äußert sich das gar nicht mehr. Der Grund für Jans Veränderung? Ein Gehirnschrittmacher. Den hat sich der 24-Jährige im September ins Gehirn operieren lassen, bei vollem Bewusstsein. Jetzt ist er sozusagen voll verkabelt. Keine Ahnung, das ist halt das Kabel, was aus dem Akku rauskommt. Das läuft hinter meinem Ohr, oberhalb der Kopfdecke entlang. Und es geht hier an der Stelle, da spüre ich es nicht mehr, da geht es durch die Schädeldecke durch in das Gehirn rein. Und ist dann etwa hier auf dieser Ebene mit den Elektroden verbunden, die halt einen gewissen Areal in meinem Gehirn stimulieren und das mit minimaler Elektrizität. Heute ist auch Jans Mutter Marion froh, dass ihr Sohn den Eingriff gewagt hat. Doch die Angst vor Komplikationen war für sie fast unerträglich. So eine Angst gehabt, dass es vielleicht irgendwie doch ein bisschen schief geht und er nachher ganz emotionslos ist, keine Freude mehr empfinden kann oder keine Trauer mehr, keinen Spaß mehr hat. Du bist ja immer noch so spaßig wie vorher, nur ohne Gisela. Sie freut sich, dass ihr Sohn an Lebensqualität gewonnen hat. Auch Jan ist froh, dass er den Schritt gewagt hat. Ein Neuanfang? Jetzt so als Neuanfang würde ich es nicht direkt bezeichnen, halt schon eine einschneidende Veränderung. Ich muss sagen, ich habe mit dem Kapitel tatsächlich so abgehakt. Also da konnte ich auch ganz guten Cut machen. Jetzt stehen Jan alle Türen offen. Mit dem YouTube-Kanal soll es weitergehen. Eine neue Folge von Gewitter im Kopf sei schon in Planung. Ohne Gewitter und mit einem ganz neuen Lebensgefühl.